bitches cause they losing. Get it, two-step, I just want that booth pack. Oh, you think you know Jack, come on, run your knapsack. Blessing all these bitches, you think I am a fool. Freddy is a killer, now you don't know what to do. Freddy sitting there with the crown. Let's go! Let's. Let's go. He could be the king of all the Petra underground. Where you gonna be what I am counting all my rounds? All these little rappers trying Let's to go. Let's go. Genau, yeah, so it's so. Let's go. Let's go. Let's go. What the fuck? Hallo. Schon viele Leute hier. What the f... Das reicht, ihr könnt bleiben. Game. Wie geht's? Wie läuft eure Woche? Es ist Dienstag. Para muss noch kurz mit der Katze schmusen. Accepted. Dead Stranding! Wie war eure Wochenende und habt ihr Montag gut überstanden? Für mich ist Dienstag irgendwie am schlimmsten, wenn man Montag geht. Aber Dienstag, ich hasse Dienstag, ich penne immer ein fast. Okay, wo müssen wir hin? Es ist ein neues Event mit Rang verfügbar. Event verfügbar vom 2000. Wähle über deine Handschellen Aufträge mit Rang aus, um es anzuzeigen. Was ist das? Sieh dir deine aktuellen Aufträge mit Rang an. Mehrere Aufträge wurden gesperrt. Alle Mules eliminieren. Okay. No, we doing the story. Verbinde Port 97 mit dem Chiral-Netzwerk. Liefere alle 4 Behälter mit Hilfsmitteln nach Port Not City. Over here? Jetzt schon, okay. Moment. Ich brauch besser Licht. What the fuck? Was ist denn jetzt los? Wieso so hell? What the fuck? Okay. Ja, besser. Okay, das bin ich. Sam, that's me. Ich muss jetzt erstmal hier hin. Oder? Was habe ich denn für Fracht? Schon keinen Black-Plan mehr. Ricola, auch dabei. Was geht? Mein Zeug ist schon irgendwie ziemlich kaputt. Sperma und Eizellen, okay. Nach Port Not City. Port Not City, Port Not City, Capital Not City, haben wir auch was. Wegposten, Capital Not City. Gehen wir erstmal nach Capital Not City. Ich bin letztes Mal von Capital Not City gefahren, oder? Okay. Nein, jetzt soll ich absteigen.
Für mich war nur der Dienstagabend schlimm, da ich meine verdammte Standlichtbirne tauschen musste und die fucking Autobatterie dazwischen war und dass ich mir die Hand blutig gefummelt habe. Aua. Ja, irgendwie ist das Licht zu wechseln im Auto ist teilweise echt kompliziert. Je nach Auto. Sam, having dooms gives you advantages most folks don't have. But as capable as you are, you're also a member of Bridges now. An organization filled with experts in a whole variety of fields. All of whom are ready and willing to help. The team is here for you, Sam. All you have to do is ask. Got it? Got it. Good. Umdrehen. Oh, nur verlorene Fracht. Ja, schade. Das ist ja das Komplizierte, ranzukommen. In die Bunde reinschreiben. Viel los! Ey! Ich glaube, der Ben ist auch da, aber der lässt wahrscheinlich nebenher laufen, während er Dings zockt. Dings da. Hand. Hand! Of course. Sam, we've received some cargo you entrusted to another porter. Assuming you didn't just lose it. You can collect it from the share locker if you like. Was sagst du? Kannst du nebenbei Stream laufen lassen? Wenn du Fracht einer anderen zurückbrachst, kannst du sie in einem Gemeinschaftskassen entnehmen. Wähle einfach Fracht nehmen. Um den Auftrag erneut anzunehmen. Und die Anschein siehst du unter Aufträgen. Blablabla. Ja. Brawlhalla? Okay. Gehen jetzt neulich seit ein paar Wochen mehrmal. Respekt, Bro! Gut, gut. Ich trainiere gerade auch mehr. Ich hab, wie heißt's? Privattrainer geschenkt bekommen. So Private Workout geschenkt. Ach, wie heißt das? Private Trainer Workout. Personal Trainer, genau. Recycle Mikola. Personal Training. Zehn Sessions geschenkt bekommen und das mache ich gerade und das ist ultra hart, Alter. Aber macht Spaß. Und ich bin natürlich der Beste, den er je gehabt hat. Sagte mir jedes Mal 20 Mal. Wow, du bist der Beste. Das hat noch niemand geschafft vor dir. Und das glaube ich ihm aufs Wort. Ja,
wenn du trainieren gehst, ist es ja nicht direkt zum Abnehmen. Ich meine, kann ja sein, dass du abgenommen hast und Muskelmasse zugenommen hast und trotzdem noch gleich viel wiegst. Das heißt ja nicht, nur weil du gleich viel wiegst, dass sich dein Körper nicht verändert. Ich meine, wenn du noch genauso gleich viel wiegst und sich nichts tut, dann ist natürlich blöd. Aber es ist nie schlecht, trainieren zu gehen. Aber du musst auch auf die Ernährung achten. Das sagt der Personal Trainer. Hallo! Der Trainer sagt mir das, also hat mir auch so einen Ernährungsplan gegeben und alles. Da muss ich mich jetzt dran halten. Das heißt, ich kann im Prinzip nichts mehr essen. Eigentlich darf ich auch keine Energy Drinks trinken, aber sagt sie nicht. Gym, das ist das einzige Laster, was ich gerade habe. Ansonsten halte ich mich dran. So ziemlich, was er gesagt hat. Aufträge annehmen. Die kann ich eigentlich auch. Kann ich am Ende kaufen. What? Yes. Mein Fitnesspal kenne ich ja. Ich habe eine ähnliche App, wo man Kalorien zählen kann. Hat jetzt nicht das abgegeben, was auf dem Bike ist? Oh Mann. Fortnite City. Ja, kann schon bei meiner App auch. Ich muss gerade gucken, wie die heißt. Kann gerade nicht in mein Handy ran. Aber es ist eigentlich das gleiche wie MyFitnessPal. MyFitnessPal habe ich auch mal, glaube ich, irgendwie ausgecheckt. Das ist eigentlich dasselbe. Ich kann das nicht einfach so aufnehmen. Weh. Einsammeln. There we go. Mindestens 1200 Kalorien. Das ist, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, was mein Limit ist, aber ungefähr in dem Bereich. Wow, Gold. Großtrainer. Das Gegenteil von einem kleinen Trainer. Mein Trainer ist auch ein Großtrainer. Der ist ziemlich groß. Und gruselig. Und böse. Das ist auch eine Motivation, Angst vor dem Personal Trainer. Goodbye, Bike. Okay, let's go. Stretch my legs. Ich kann das Bike nicht da lassen, ich hab mein Zeug da drauf. Gut, dass das Spiel nicht wirklich sehr physikalisch akkurat ist. Ich habe mich irgendwie selber. Okay, jetzt. God damn it! Nicht absteigen, oh Mann. Nice.
Oh boy. Okay, ich glaube, wir müssen echt zu Fuß durch, oder? Ja, ist sowieso gleich leer. Das ist übrigens Absicht, dass man hier nicht durch die Steine durchkommt. Wo bin ich denn? Scheiße. Ich bin voll falsch. Okay, ich gehe zum Ludens-Fan. Ich mache gemischt mein Training, zum Beispiel aus Beinsport, Armsport, Rücken- und Wirbelsäule-Training und Bauchtraining. Wo man sich per Körperwache von einer Plattfläche nach oben drücken muss per Beinkraft. Shit ass. So viele Resine. Und ich kann resisten. Oh shit. Fuck it, fuck. Hab ich eine Leiter? Okay, Leiter. Da brauche ich eine Leiter. Jupp. Quiet, dumbass. A lot of ghost boys. Interessanter Stein. Sehr interessant.
Para ist voll der Fitness-Freak geworden. Kennt sich voll gut aus. Ich muss mir irgendwelche Kreatine besorgen von der Apotheke noch. Ich habe so Pillen irgendwie, wo man sich 5 Stück reinschmeißen muss. Aber es läuft nicht genau das richtige Zeug. Was auch für Muskelaufbau. Voll gut. Ja, so ein Fitness-Lifestyle ist schon cool. Nicht gerade leicht einzuhalten mit Kiddies und Family und so. Aber ja. Man fühlt sich allgemein besser. Meistens recht dunkle Brücken mit so Durst ist an Körben und nichts Weizenmäßiges und ich mache mir meistens Schinken wegen Fett und ich gut den Schinken. Ja, ich darf keine Kohlenhydrate so ziemlich, also kein Brot, keine Nudeln, kein Reis, was ziemlich sackt. Keine Bananen und ein paar so Obst- und Gemüsesachen nicht. Natürlich keine Süßigkeiten, auf keinen Fall. So wenig Zucker wie möglich. Aber Fleisch, Gemüse, das passt eigentlich. Ist so eine Art Low Carb, ja. Ist eigentlich nichts, was ungesund ist eigentlich. Also Fleisch ist jetzt auch nicht so gesund, aber nichts, was dick macht. Kalorien zählen muss ich eigentlich nicht. Das ist meine scheiß Maus in meinem Bild. Was ist das? Könnte jetzt mal aufhören zu pissen, mein ganzes Zeug geht kaputt. Oh nein. Ja, Low Carb ist schon hart so, aber es geht am schnellsten abzunehmen. Ich will auch gleichzeitig auf jeden Fall abnehmen zum Muskelaufbau dazu. Zumindest am Bauch. Ich habe meinem Trainer gesagt, Sixpack. Look at this view, so beautiful. Don't look down. Why not? Okay, dem wird echt schwindelig. Gibt es irgendeinen coolen Weg runter hier? Oder? Oh, da drüben sind Mules. Shit. Ich will auch nicht so schnell wie möglich abnehmen, aber ich will, keine Ahnung, also ich weiß schon, dass es einigermaßen schnell geht und vor allem so eine Art, also so ein, das in, als Lifestyle so entwickeln, so ein bisschen. Also, dass ich mich halt dran gewöhne. Nicht, dass es jetzt eine Zeit lang macht, abnehme und dann wieder mein Leben ändere. Ja, mein Trainer hat gesagt, wenn er mit mir fertig ist, dann passe ich nicht mehr meine T-Shirts rein. Was blöd ist, dann muss ich neue T-Shirts kaufen. Oh mein
Gott, Alter. Flieh, flieh, flieh. Mach halt. Ja, das ist immer der Scheiß, wenn man gerade voll drin ist im Training und dann wird man krank oder irgendwas. Und das bringt dann immer voll raus. So, die Frage ist, stehe ich jetzt erstmal darüber? Neuen Gaming Chair. Der ist eigentlich ziemlich neu, warum? Das pisst ja schon wieder! Wie ist eigentlich der Ton? Vom Game und meiner Sprache, so ist es okay. Also hört man mich gut und hört man das Spiel auch gut. Ich hoffe, dass es nicht so abgeschnitten ist, dass wieder das Spiel so voll leise wird. Das war bei den letzten Aufnahmen so. Da brauche ich zwei Gaming-Chairs aneinander. Ja. Ist gut. Perfekt. Kann man das noch? Yep. Der labert ziemlich viel. Nicht so viel wie die von Forspoken, aber. Und wenigstens nichts, keine cringigen Sprüche. Das war ich gerade. Ich kann hier eine Taste drücken, dann sagt er. Oh, was. Forspoken, ich hab's gar nicht gezockt, ich hab nur ein Let's Play angeguckt und ich fand's ziemlich langweilig. Also es sah echt übel langweilig aus. Die Trailer waren so geil und nachher war auch nichts von den Trailern mehr im Spiel, so wirklich. Weiß nicht, da waren so riesen Monster im Wald und alles mögliche. Und die waren alle nachher nicht mehr wirklich da. Echt? Okay. Nee, mich hat das Spiel am Anfang voll gehypt durch die Trailer. Oh shit. Ja. Nee, dadurch, dass ich so gehypt war durch den Trailer, den allerersten, war es mich voll enttäuscht. Ich meine, so vielleicht so kurz mal so nebenbei zu spielen, ist es gar nicht schlecht. Das ist nicht schlechtes Spiel aller Zeiten, aber. Du machst eigentlich das ganze Spiel nichts, außer durch die Gegend zu rennen, gegen den Boss zu kämpfen und dann zum nächsten Boss zu rennen. Du hast eine riesige Welt, in der gibt es eigentlich nichts zu entdecken. Und was mich voll genervt hat, ist, dass sie immer die gleichen Sprüche gebracht hat beim Kämpfen. Ich glaube, du kannst sogar ausschalten im Menü, aber am Anfang, also standardmäßig ist eingeschaltet. Und die sagt immer so richtig dumme Sprüche, so Hasta la vista, Baby oder sowas. Wo du denkst, hey, what the fuck? Und dann immer, wenn man in so ein Safehouse reingegangen ist, hat die immer die gleiche Scheiße gelabert. Immer, wenn die durch die Tür gegangen ist, hat die immer das Gleiche gesagt. Jedes Mal, wenn du das scheiß Haus reingegangen bist. Ich weiß gar nicht, wen ich geguckt habe. Ich glaube, weiß nicht, ob es Esmond Gold war oder so, oder irgendjemand. Auf jeden Fall, der hat sich da übel lustig gemacht. Ne, es war ein deutscher Let's Player, ich weiß aber nicht mehr, wer es war.
Ja, war auf jeden Fall nicht so meins. Will ich jetzt nicht spielen. Und das Ende, ich habe so lieb bis zum Ende geguckt. Aber das Spiel geht, glaube ich, auch gar nicht so lang. Und das Ende hat mich, also es war so vorausschaubar, das habe ich voll enttäuscht. Ja, 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 ja. Oh ja. Yeah. Fällt fast auf die Fresse. Oh ja. Yeah. Ich schwöre, nach dem Scheiß. Okay, gehen wir noch zu dem anderen Dingsbums und dann gehen wir weiter. Dann gehen wir in die andere Hauptstadt. Das wird cool, cool, richtig cool. Der Weg bis dahin ist voll geil. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Sam Porter Bridges. That's me. Wie immer sein Mund bewegt. Oh, Wand. Oh. Oh, shit. I'm out. Nein, halt. Fuck, habe ich kein Nix mehr, hält mir Spray mehr. That's not good. Okay, bis gleich. Recycle. You're welcome. Shut up. Kann ich hier nichts? Doch. Let's do two. Habe ich schon Waffen? Nein, nur die Granaten. Da habe ich ja noch ein paar. Okay. Warte mal. Kann ich hier was abgeben hier? Oh, kann gar nichts liefern. Machen. Okay, dann. Standardaufträge. Windpark. Nee. Geh ich jetzt nicht nochmal hin. Oh, ich. Ich kann hier gar nichts machen. Von sonst hergelaufen, Nobel. Scheiße. Was hoping you drop by. Gotcha. Gotcha. Sam, over here. Thank you. Kindly. Sam. Hello. Hello. Habe ich eigentlich keine Leiter? Nee, ich schaff's ohne weiter bis zum anderen Ding. Was hab ich denn alles gefragt? Portnode City, Portnode City, Portnode City, Portnode City. Alles mit Portnode City.
Gut, dann gehen wir nochmal hier hin und rechargen. Welcome back! Und dann machen wir also rechargen hier, Ausrüstung, und dann gehen wir hier hin. Und das wird der krasse Weg. Let's go! Weapons restrictions lifted. Das ist blöd, ich bin umsonst hierher gelaufen. Und oh, mein Bike verloren auch noch. Da ist ein Dingsbums. Ne, ist schön. Oh oh. Okay, ich glaube, diesmal kriegen die mich alle. Fuck. Ja. Ist auch cool, wenn man in dem Spiel irgendwo langläuft, dann tut sich dann mit der Zeit ein Weg entwickeln. Und auf dem bist du schneller. Wie denn hier? Da bin ich scheinbar irgendwie mal langgelaufen, glaube ich. Deswegen ist hier ein Weg entstanden, auf dem ich schneller laufen kann. Oder irgendwelche anderen Online-Spieler, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ich selber bin oder andere. Wenn du das Spiel nicht kennst oder so, also diese Brücken zum Beispiel auch, die da jetzt steht, ich kann die Sachen zwar auch selber bauen, aber die sind auch von anderen Online-Spielern gebaut, also von anderen Leuten, die das Spiel spielen, auf demselben Server sind wie ich. Die können Sachen bauen und ich sehe die dann und kann die benutzen. Und wenn ich irgendwas baue, können es auch andere Spiele benutzen. Und man kann es liken und die sehen das dann. Zum Beispiel die Leiter da unten hat wahrscheinlich auch irgendein Spieler hingebaut. Please double check equipment. Hä? Bist du schon müde oder was? Please double check equipment. Please double check equipment? Was mit meinem Equipment? Oh, 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 geh doch. So, das war das schwere Ding. Nee. Piss dich. Mal ein paar Material mitnehmen. Oh, der kommt. Wieso kommt denn der? Es pisst schon wieder. Please
Fuck, nope. Big one. That's a big one. Verlorene Fracht, Begleiter Kubus Benjamin. Okay. Hey, jetzt wusste ich gar nicht, dass hier Viecher sind. Wieso so viel Scheiß? Ich sollte mal was trinken. Noch keine Ghosties. Da ist einer. Hello. Warum schießt du ausgerechnet da? Oh, ich bin da. Oh, fuck. Ich verstehe dich. Leitekugel. Oh, Freddy. Was ist das? Was ist das? Wieso ist da von Portal? Oh! Den muss ich mitnehmen. Hoffentlich kann ich dir noch sagen.
geil. Das Ding von Portal, Alter. What the fuck? Kojima did it again! Scheiß wegschmeißen. Vielleicht wird die. Oh, look at he's stuck! Das ist von Cyberpunk, oder? Was? Hast du vergessen, was du gerade tun sollst? Sieh dir die mit einem markierten Mails an. Okay, sorry, ich hab nicht vergessen, dass du dich mit einem Mails an. Huh? What? Das Symbol unten rechts auf dem Lieferterminal-Menü bedeutet, dass sich im Gemeinschaftskasten der Einrichtung Fracht befindet. Wie wäre es mit einer Pause im privaten Raum? Du warst ganz schön fleißig, Sam. Deine Botenklasse wird noch durch die Decke gehen, wenn du so weitermachst. Aber ich frage mich, wie geht es Bibi? Selbst wenn du dich gut fühlst, wäre es keine schlechte Idee, wenn das Kleine ab und zu eine Pause bekommt. Keine Ahnung, ich fühle es einfach mit Bibi. Ich fühle einfach mit Bibis mit, schätze ich. Vielleicht, weil ich selbst ein Bibi wäre, wenn mein Nachname mit einem B beginnen würde. Wenn du verstehst, was ich meine. Ne. Hä? Also gut, begib dich zu einer dieser Untergrundanlagen, die privaten Räume, meine ich, und gönn dir eine Pause. Das ist mein Rat an dich. Ein Bibi wird es dir danken. Wir sehen uns, Sam. Auf? Nee, eigentlich nicht. Wieso? Testauftrag. Ich möchte, dass du für mich nach verlorener Fracht suchst. Du machst das sehr gut, Sam Bridges, aber das muss man vom großen Lieferanten wohl einfach erwarten. Ja, ich habe von den Geschichten gehört. Du sollst ein großer Fan von Half-Life sein. Einst waren wir vereint, aber jetzt sind wir überall verstreut. Doch genau deshalb müssen wir weiterarbeiten, richtig? Wie auch immer, hör zu. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich will, dass du für mich verlorene Fracht findest. Kennst du den Fluss im Norden des Verteilzentrums westlich von Capital North City? Folge ihm einfach vom Zentrum aus in nordöstliche Richtung. Dann solltest du finden, was du suchst. Es ist ein Kubus. Den habe ich doch schon. Den müsstest du leicht erkennen können. Vermutlich hast du noch nie so etwas gesehen. Daher würde ich dein Misstrauen verstehen. Doch es ist nicht gefährlich. Es ist für mich wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig. So wichtig wie das Leben selbst. Wenn du den Kubus findest, wäre es großartig, wenn du ihn zum Verteilzentrum westlich von Capital North City bringen könntest. Ich überschütte dich im Gegenzug natürlich mit Likes und einem kleinen Bonus. Gibt es oben drauf. Du bist der Einzige, der mir helfen kann, Sam. Ich erzähle auf dich. Co. Ein Half-Life-Quest. Bin gespannt. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until...
until departure. Use of cargo verified. Thank you. Keep on keeping on. Decontaminating suit. All on keeping on. Welcome, Sam Porter Bridges. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Hey there! Weh, Alter, falsche Richtung. Recycle die Kristalle, um den Auftrag Ausrüstungstest Blutgranate abzuschließen. Okay. Greife auf das Lieferzimmer zu und wähle Material neben aus dem Kristall. Wie will ich das denn abschließen? Benjamin Kubus zurückgeben. Goodbye. Back, are you? You're trying to put the rest of that us. That was a triumph. Fine by me. Oh, before I forget, this is for you. What is it? What is it? Eine Sonnenbrille. Gordon-Brille! Ah! Bye, Sam. Weiß Kojima, dass, New order available. Please access delivery terminal dass das Portal ist? Ich meine, es ist bei dem gleichen Universe, aber. Was sagt denn die Schiaren gesehen? Also, okay, ich kann's nicht. Welche Fahrzeuge nehmen? Vielleicht eine Fracht von Yashik. Wo muss die hin? Nick Easton. Ah, okay, also ich gebe die irgendwo ab und jemand anders liefert die dann dahin und dann kann ich sie nehmen und eintauschen, oder wie? That's cool. Ich hätte das jetzt erst verstanden, ich habe das letzte Mal gar nicht drauf geachtet. Okay. Hm.
Material nehmen. Ja gut, dann gehe ich halt erstmal privat Raum chillen. Wieso fragst du, ob ich auf war? War ich kurz weg oder wie? Bei mir ist nichts angezeigt. Oh shit, leicht dreckig. Duschwassergranate. Hey, ist das System immer noch dreckig? Bin immer noch dreckig. Ich weiß nicht mehr genau. Okay, alle Granaten full. Die Gordon brillt sich auf jeden Fall an. Hat doch Style. Bibi! Es geht. Warte mal. Ich noch nichts machen mit meinem Rucksack. Okay. Cool.
Nein. Okay. Zurück. Mal kurz gucken, ob ich jetzt sauberer werde, wenn ich jetzt nochmal dusche. Sauber. Let's go weiter. Flashback time. That's it, Lisa. Don't be shy. Just like we used to. Come on. Keep up. Sorry. Did I wake you up? Today's mommy's birthday. The anniversary of when we first met. Wieso will es immer noch? Hä? Kann ich jetzt recyceln? Oh, ich brauche die Kristalle. So ein Scheiß. The legend returns. How you doing, Sam? I don't know. Something tells me you can do better. Oh. What?
Woher soll ich wissen, wie viel... Ich habe das Spiel irgendwie durcheinander gebracht. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Was gefällt mir? Komisch leuchtet in Kevin, was ich. Hey Sam, was ist denn Richtung Kevin? Die Menschen da beim Dächern nahe ein merkwürdiges leuchtendes Ding gesehen. Er scheint ein Kar zu sein. Der Teil eines Menschen, der sich nicht in ein Genie verwandelt. Das erzählt man sich jedenfalls. Offenbar sah man sie früher häufig in der Zeit von den gestohlenen Tod, meine ich. Es heißt, sie seien verlorene Seelen, die umherirren. Eines meiner Freunde wollte näher heran mehr darüber herausfinden, aber er hat nichts gefunden. Ich bin mir aber sicher, dass du das besser könntest, denn du es dir hörst nicht. Ah. Im Endeffekt ist das, glaube ich, nur so ein blöder Chip. Werde ich jetzt sauber, wenn ich dusche? Begonnen? Okay. Thank you.
glaube, da haben wir noch genug. Das müsste passen. Okay, jetzt. Das war's. Wieso will das immer noch, dass ich im privaten Raum gehen bin? Liefere alle vier Behälter mit Hilfsmitteln. Okay. Let's do it! Okay, mal schauen, also wir müssen da hin. Windpark will ich nicht. Hier ist Mule-Gebiet. Ich kann hier so. Da ist die Brücke. Dann gehen wir am besten hier irgendwo drüber. Hier so hoch. Leon, ich stream. So, perfekter Weg geplant. Weißt du, wo meine Koffer sind? Nee, keine Ahnung. Irgendwo vergraben. Let's go! Weapons restrictions lifted. Ah, was machst du? Ja, es geht. Okay. Wieso, was machen die? Thank you.
Okay. Antworten die auch so spannende Sachen? Keine Ahnung. So mit ja und okay. Kenne ich noch von früher, ja. Ein Dude, okay. Ah, okay. Extra für dich nach Stuttgart gekommen. Habt ihr euch dann getroffen oder was? Was habt ihr gemacht? Okay. What the fuck? Wieso hat er mich denn gesehen? Shit. Geh weg von mir. Ja, das brauche ich jetzt hier Dünger. Gibt es hier irgendwo Waffen vielleicht? Scheiße, ich bräuchte mehr Granaten. Geh weg hier. Granaten! Noch einen weißen Sam! Ja.
Karte, nice. Nee, geh weg von mir. Wir müssen die Bosse leicht um mit dem gehen. Das ist mein Shit. Nichts verloren. Doch, da oben ist alles toll. Überall Fischis. Ich finde, das ist eine Sache, die in einem Spiel hätten besser machen können, sind die Bosse. Oh, ich muss mal meine Schuhe wechseln. Ich möchte meine Schuhe wechseln. Kann ich denn nochmal meine Schuhe wechseln? Ich weiß es gar nicht. Was für ein Theaterstück war das? Wollte neulich auch ins Theater, hat dann leider nicht geklappt. Ein Kumpel von mir hat gespielt. Shrek. Shrek, das Theaterstück. Da ist der Wichser gelaufen. So, wenn ich in der Stadt angekommen bin, dann mache ich wahrscheinlich noch eine Runde Cyberpunk. Ich habe auch Bock, an meinem Spiel weiterzumachen. Auch wahrscheinlich ein Stündchen Cyberpunk, dann noch ein bisschen Game left. Okay, gar nicht mehr so viel Zeit. Eieiei. Ja, piss mir erstmal. Hihi.
So. Wenn man pisst, entsteht ein Pilz. Und den Pilz können auch andere Spieler sehen und liken. Warum auch immer. Baby, geht's gut. Noch geht's uns gut. Vielleicht schaffen wir es diesmal echt gut in die andere Stadt. Letztes Mal hat mich der Weg hier übelst geschickt. Capital Not City. Los, Capital. Anyone? Gut. Das ist Port Not, dann müsste ich wieder dahin zurück. Nope, den lassen wir liegen. Lass liegen. Pick a spot. Schwer, das Zeug liegen zu lassen. Oh, jetzt geht's wieder. Schon wieder mal davor. Oh. Haben wir so viele. Ich hab keine Granaten mehr, oh Kacke. Bitte. Hello.
hier eigentlich schon alles bauen? Hab ich gar kein so ein Ding dabei. Wege eigentlich bringen, weil das ist eigentlich so ein ziemlich offensichtlicher Weg, der eigentlich gar nicht so schwer ist. Gibt es auf den anderen Wegen irgendwelche coolen Sachen? Der Teil hätte auch ein bisschen mehr challenging sein können. Obwohl, beim ersten Mal, wo ich es gezockt habe, kam mir der übelst lang vor der Weg. Also, das ist mich übelst gechallenged. Aber jetzt gerade irgendwie, ich bin zu gut in dem Game einfach. Obwohl ich auch schwer gestellt habe. God Gamer! Okay, let's go to the city! Das ist eine richtig coole Aussicht. There we go.
So ein Special Moment im Game, wo man irgendwie die nächste Stadt erreicht, also die Hauptstadt. Kommt von hier, von da ganz da oben, über die Berge und läuft jetzt hier runter. Das ist schon zum ersten Mal, hat sich so geflasht, Alter.
Guck mal, wie das aussieht. Und der ist gleich fertig. Okay. Nur einen Scheiß reparieren. Alles fresh and clean. Dann mache ich jetzt für heute Schluss. Noch eine Runde Cyberpunk. Erstmal muss ich was klonen, dann geben wir euch noch ein Stündchen Cyberpunk. Oder vielleicht lasse ich das, vielleicht mache ich gleich Game Dev. Ich bin offline. Keine Ahnung. Oh Mann, ich bin so gerädert. Ja, ich, Mr. Fat Tony, servus. Nee, noch nicht. Also ich überlege gerade, ob ich noch eine Runde Cyberpunk mache oder ob ich jetzt Game Dev mache. Das Ding ist halt, sobald ich weniger als 3 Zuschauer habe, höre ich halt auf. Ja, legen wir es ein bisschen hin. Weil ich ja über 3 bleiben will. Also was, Cyberpunk oder Game Dev? Wegen was bist du gekommen? Wegen Game Dev wahrscheinlich, oder? Cyberpunk? Oh nein! Ja, ich könnte noch, keine Ahnung, ein Stündchen mache ich Cyberpunk und danach mache ich Game Dev. Ja, machen wir so. Ah, Pepe, okay. Servus! Der Name kommt mir aber bekannt vor, Mr. Fat Tony. Wo, hast du den irgendwo anders? Oder warst du schon mal beim Stream irgendwie dabei? Fat Tony kenne ich ja, aber der Mr. Fat Tony, der Name so allgemein kommt mir irgendwie bekannt vor. Keine Ahnung. Right. Da ist der Name überall. Okay, ja, wahrscheinlich von dann. Von da. Okay, ich gehe kurz pissen. Und dann. Cyberpunk! Ich beende aber den Stream. Damit das alles sauber ist. Das heißt, ich gehe kurz pissen und dann starte ich den Stream neu, wenn es okay ist. Ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und also eine schöne, entspannte Woche und danke fürs Zuschauen. Para, dir auch, wenn du noch bei Cyberpunk dabei bist, würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Okay, also bis gleich. Tschüss.